So Leute, willkommen zurück zum Let's Play Chrono Trigger mit dem Cloud von Delivery LP und in den letzten Folgen waren wir mit Desilrock unterwegs und haben uns einen Endkampf gestellt und da kommen auch schon wieder ein paar Gegner. Ja, bei dem Endkampf war auch so ein Imp dabei. Bantam, okay. Jetzt habe ich erstmal die falsche Taste gerührt. Und Cloud darf jetzt bitte angreifen und das Ding erledigen. Ah, jetzt ist erstmal das Ding weg. Steinimp. Wir machen erstmal einen kalt. Aber der erste dürfte jetzt aber erledigt sein. Purpuring vermindert LP. Der hält schon ein bisschen mehr aus, aber auch nur, weil wir jetzt mit Cloud gerade keinen kritischen Treffer hatten. Und ich sehe gerade, dass wir fast keine MP mehr haben, auf allen nicht. Okay, das war's damit. 696 Erfahrungspunkte, 24 Techpunkte, 1700 G. Das wird aufgestuft, cool. Ah, ich weiß jetzt leider nicht, wo ich lang muss, das Dorfe. Was haben wir hier noch? Ein Schotter. Siegel. Alle Objekte Techs versiegelt. Wow, das ist böse. Wie soll ich denn jetzt angreifen? Hä? Der haut ab, okay. Was ist das denn? Ich konnte gar nichts mehr machen jetzt. Na, wieder zwei davon? Ja. Dann versuchen wir es diesmal mit dem Gewitter 2 einfach mal. Oh mein Gott, meine Friends stürzen ab. So, dann kümmern wir uns mal um die Steinimps. So, Nummer 1 sind wir los. Und gut, jetzt der. Okay, der dürfte auch Co. sein. Perfekt. 696 Erfahrungspunkte, 24 Techpunkte, 1700 G. So, dann. Werde ich erstmal ein paar Ether-Mage abgeben hier. Auch wenn wir absolut nicht mehr viel davon haben. Aber es muss einfach sein. Da wir sonst nicht mehr herumzaubern können. Ups, das war die falsche Taste. Ne, da geht's nicht lang, aber dann gehen wir mal hier lang. Da war wieder so ein. Vielleicht können wir den diesmal auch erledigen. Siegel alle. Jetzt können wir hier nichts machen. Ja, logisch, wenn, das, hey, wir haben getroffen. Ja, das ist natürlich wieder ein Heidenspaß, dass wir überhaupt nichts treffen können. Also wir können schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr niedrig. Was? Na, er trifft auch wieder. Und Cloud trifft auch. Gut. Ah, das war's schon. 1000 Erfahrungspunkte, 100 Techpunkte. Ethermit erhalten, das ist gut. Und Mali wird aufgestuft. Da haben jetzt alle Level 28, glaube ich. Ne, bei weitem nicht. Das hier ist Level 26. Aber den haben wir auch recht spät mitgenommen jetzt. Geht's hier weiter? Nein. Da haben wir eine Kiste mit einem Magnethelm. Wir gucken mal, ob wir mit denen irgendwas anstellen können. Das ist ganz schön gut. Nimm mal. Vielleicht kann der nächstes Mal anders den Zera-Hut nehmen. Na, sie kann ihn natürlich nicht tragen. Dann nimmt der Desse den. Und wir können weiter. Und ich habe jetzt nicht ein bisschen auf die Zeit geachtet, wie lange ich jetzt aufnehme. Deswegen muss ich das alles jetzt so ein bisschen freie Schnauze machen. Und dann in der nächsten Folge vielleicht, die ich gleich auch noch aufnehmen werde, ein bisschen auf die Zeit achten.
So, was haben wir hier? Wieder so ein. Ja, erstmal versiege der wieder alles, was ich irgendwie machen kann. Damit ich auch schön bloß nicht angreifen kann. Und ich treffe trotzdem, das ist gut. Nein. Kommt besser, jawohl. Der lebt noch? Ach, verdammt. Also das in einem Bosskampf wäre ja richtig mies. Und Cloud wird aufgestuft, geil. Desolant Heilstrahl. Nice. Damit kann das jetzt auch wieder ein bisschen heilen mehr. Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als mit der Kraftwelle oder wie die hieß. Und da kommt wieder, doch nicht. Gargeule. Und die gehen ja schnell kaputt. Das ist gut. Da muss ich mich nicht lange damit aufhalten. 570, das war eine Menge. 232, 12 Tech-Punkte und... Das war's, kein Geld? Hm, schade. Ich hab Geld auch so... Okay, hier scheinbar richtig zu sein, schon. Deswegen werde ich einmal speichern, aber... Und dann werde ich noch, gucken, was hier noch alles ist. Denn ich möchte ja nach Möglichkeit alles erkunden und ich bin froh, dass jetzt... ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass jetzt die Lex mal etwas nachgeben. Ist hier von hier gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen. Lass mich rein, sind die Gegner wieder da? Nein, okay. Umso besser. Aber die kommen wieder. Die Gargeule. Die jetzt zum Glück schnell kaputt gehen. Die quasi gar nicht erst zum Angriff irgendwie kommen. So, das dürfte es gewesen sein. Perfekt. Das wird aufgestuft. Wow, das stuft ganz schön schnell an. Auf, meine ich. Ja, komm, dann speichere ich jetzt nochmal, dass das aufgestuft wurde. Wir können ja mal... Genau. Wenn ich schon mal hier bin... Nein, das wollte ich nicht. Wir haben ja noch die Unterkünfte. Davon können wir ja mal gut eine benutzen hier, wenn wir schon mal hier sind. Und dann noch einmal speichern. Denn wir haben ja unendlich, wir können ja unendlich oft speichern. Das wird zwar gezählt, aber ich glaube nicht, dass es das irgendeinen Unterschied macht, ob wir jetzt nie speichern oder tausendmal, nach dem Motto. So, und zu der Kiste da oben möchte ich gerne hin. Das möchte ich doch gerne, dann holen wir uns, na, war ja klar irgendwie. Ach, wir zwei davon, die gehen ja klar. 4 Schaden machen die offenbar auch nicht. Okay, die Lex, die gehen mir jetzt schon ein bisschen auf den Zwirn, muss ich sagen. Ich weiß auch echt nicht, was ich anders eingestellt habe, aber sonst. Das verstehe ich nicht. Ich finde aber auch komisch, dass mein Bildformat hier gerade völlig anders ist. Obwohl ich nichts umgestellt habe. Also ich wüsste nicht, dass ich irgendwas anders eingestellt habe. Seit dem letzten Mal, dass ich aufgenommen habe. Aber das tut ja jetzt auch nicht viel zur Sache. Letztendlich kann ich das ja vom Rendern einmal noch ein bisschen strecken und ziehen, bis das wieder passt, wie es vorher war. Ein Lapis, das ist gut. Lapis ist ein cooles Item. Weil es halt einfach alles. Und alle vor allem. Okay, versuche ich mal mit dem Gewitter 2. So. Damit dürfen wir einiges erledigt haben schon. Und noch den letzten Steinimp, der damit auch geschafft wäre. Sehr gut. 684 Erfahrungspunkte, 24 Tech-Punkte, 600 G. War schon wieder so viele. Dann kommt nochmal das Gewitter. Wenn Cloud den mal angreifen darf. Geht doch. Was ich ja in der letzten Folge herausgefunden habe, dass man
es auch verschieben können, aber ich finde das unten irgendwie besser. So, das dürfte der erste Stein im gewesen sein. Ja, ist ja ein Bantam, ne? Wenn man die Buchstaben ein bisschen umdreht, dann könnte es Batman heißen. Was hat denn mit Mali gemacht? Nein. Oh, eine Sekunde zu spät. Was ein Penner. So, das war er. 1128 Erfahrungspunkte. Wow. 36 Tech-Punkte, 1700 G. So, jetzt werde ich erstmal eben Mali fit machen. So. Und dann gehen wir mal weiter. Anscheinend war das hier ein Schuss in den Ofen, die Stelle. Wobei. Was haben wir hier? Oh, das Gebiet ist so riesig einfach an der Hälfte. Keine Lust. Was kommt da jetzt? Die machen wir jetzt ganz, ganz schnell kaputt, bevor die wieder Mali one-hitten oder jemand anders. Eis 2. Okay, diesmal. Ja, komm, jetzt geht nicht alle auf Mali. So, Mali macht jetzt den Rest mit denen. Batz. Batz. So, das sollte reichen. 864 Erfahrungspunkte erhalten. 24 Tech-Punkte. Ja, nette Ausbeute. Ah, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Mit einer Barriere, die ich noch nie benutzt habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir hin müssen. Einmal Lapis. Und das sieht nach miesen Gegnern aus. Menschenfresser, klingt ja wieder total nett. Sturmchaos. Was ist mit Clouds? Der ist irgendwie ein bisschen confused anscheinend. So, und Robo greift jetzt an. Mit dem Laserstrahl, genau. Sturmchaos. Na, solange er trotzdem die Gegner angreift. Ach, Cloud scheint noch schon wieder in Ordnung zu sein eigentlich. Ah, Alter, das nervt. Ach, da kriegt er aber direkt die Heilung, das ist gut. Boah, sind die Gegner ätzend, das ist ja grausam. Und damit sind die jetzt auch noch wieder fast topfit, das ist ja... Boah, ist das mies. Wie soll ich denn da zum Angriff kommen überhaupt? Komm, Cloud, jetzt hau dein Gewitter raus. Ich frage mich auch gar, wie viel die aushalten können, die Viecher. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber man kann ja nicht wirklich angreifen. Oh, jetzt ist auch noch Mali. Oh. Da sind gerade die beiden wieder fit. Oh, jetzt ist nur Cloud über. Teilen die sich wieder? Ich glaube es nicht. Ich muss mich einmal anders hinsetzen, sonst schläft mein Bein ein. Bin schon eingeschlafen, zumindest der Fuß. Ah, zwei haben wir, das ist gut.
So, einer ist noch. Den machen wir jetzt eben. Gut, damit haben wir es endlich geschafft. 1012 Erfahrungspunkte. 24 Tech-Punkte. 3000 G. Cloud wird aufgestuft. Desse wird aufgestuft. Marty wird aufgestuft. Cool. Das war mal eine nette Runde. Und Cloud hat damit schon Level 30 erreicht. Nicht schlecht. Gut, dann gucken wir mal, dass ich an dieser Stelle die Folge beende und mal gucke, woher diese blöden Lecks schon wieder kommen. Und warum das so komisches Bildformat ist und was nicht alles. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.